Das Besondere an den technischen Berufen ist natürlich, dass wir uns hier der Ausbildung im Erzgebirgskreis stellen, in dem Bereich der Metallausbildung. Hier im Hintergrund ein modernes CNC-Bearbeitungszentrum für die Ausbildung im Bereich der Zerspannungstechnik. Und ein großes Standbein ist natürlich auch ein Schuhbau. Wie mag es anders sein, in einer Stadt, die mit zwei Rädern quasi historisch belegt ist, die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Dort werden bei uns aktuell 10 Klassen beschult. Ja, also diese technischen Berufe, aber natürlich auch die Angebote, die wir im vollzeitschulischen Bereich haben. Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Berufsfachschule, Fachschule kann man live vor Ort erleben. Sie können die Kolleginnen und Kollegen befragen. Wir haben Auszubildende und Schüler mit vor Ort und ich würde Sie bitten, dass Sie sich dort den 18.11., einen Sonnabend zwischen 9 und 13 Uhr, gerne vormerken. Seit anderthalb Jahren bilden wir im sozialen Bereich aus. Wir sind dort gestartet mit der Berufsfachschule für Sozialwesen und neu auch mit der Fachoberschule mit der Fachrichtung Gesundheit und Soziales. Im nächsten Jahr kommt neu dazu und damit die letzte Schulart, die man als BSZ führen darf. Das ist die Fachschule, die Ausbildung in der Fachschule zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum staatlich anerkannten Erzieher. Es ist möglich, hier in Schobau die Fachschule in 3 Jahren zu besuchen und dann letztendlich nach Abschluss der Prüfung diesen Titel staatlich anerkannte Erzieherin, staatlich anerkannten Erzieher zu führen. Ich lade Sie recht herzlich am 18.11. sich zu uns hier nach Schobau ein.